Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist doch völlig richtig. Wir erleben in diesen Tagen einen, wenn nicht vielleicht sogar den größten wirtschaftlichen Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen. Und ja, die Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung und zur Eindämmung der Pandemie, die waren größtenteils notwendig und auch richtig. Aber die Maßnahmen haben eben auch eine sich abzeichnende Wirtschaftskrise dramatisch beschleunigt. Die Folge: ein gewaltiger Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, unzählige Insolvenzen drohen. Millionen Menschen sind nicht nur tief verunsichert, Herr Finanzminister, sondern Millionen Menschen bangen um ihre Existenz. Und in der Krise, da sind doch die bestehenden sozialen Ungleichheiten noch deutlicher zutage getreten. Corona hat alle getroffen, aber eben nicht alle gleich. In einem großen Haus mit Garten war und ist die Krise besser zu schaffen als in beengten Wohnverhältnissen oder in Flüchtlingsunterkünften. Und deshalb ist für uns völlig klar, wer die Folgen der Wirtschaftskrise bekämpfen, wer die Menschen vor sozialem Abstieg schützen und wer Armut eindämmen will, der muss für soziale Sicherheit, gute Arbeit und gute Löhne, menschenwürdige Teilhabe von Erwerbslosen und Geflüchteten sorgen, und der muss auch den Reichtum in den Händen weniger endlich begrenzen und gerechter besteuern, meine Damen und Herren. Und ja, die Corona-Pandemie wird mittlerweile als größte Krise seit Bestehen der Bundesrepublik bezeichnet. Dabei ist das Ende der Fahnenstange längst noch nicht erreicht. Die Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts für dieses Jahr von 5 bis 10% im Vergleich zum Vorjahr. Werfen wir einen anderen Blick auf die nackten Zahlen. Nach Angaben des Münchner IFO-Instituts war das Ausmaß an Kurzarbeit noch nie so hoch wie heute. Im Mai 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Zum Vergleich: in der Finanzkrise 2008/2009 waren es knapp 1,5 Millionen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist allein im April auf 5,2% gestiegen. Und zahlreiche Unternehmen, auch in Hessen, haben angekündigt, demnächst Stellen zu streichen, ihre Beschäftigten vor die Tür zu setzen, darunter mit Condor und Lufthansa eben auch Unternehmen, die für Hessen Bedeutung haben. Und das ist in diesen beiden Fällen doch besonders krass, weil hier Milliardenbeiträge des Staates bereitgestellt wurden, und dennoch sollen nun massenhaft Arbeitsplätze vernichtet werden. Es darf doch nicht sein, dass die Große Koalition die Lufthansa für 9 Milliarden subventioniert, die eigentlich nur 4 Milliarden wert ist, die 20.000 Arbeitsplätze abbauen will, dann mit 2 Aufsichtsratsposten abgespeist wird, die politisch aber bloß nichts entscheiden sollen, also letztlich auf jegliche Mitsprache verzichtet. Was ist denn das für ein unverantwortliches, schlechtes Geschäft, meine Damen und Herren? Deswegen: unsere Position ist klar. Wenn Unternehmen Geld vom Staat bekommen, ob in Hessen oder im Bund, dann nur gegen Mitsprache, ein Verbot von Kündigungen, ein Ausbau der Mitbestimmung. Und diesen Ausbau der Mitbestimmung, diese Demokratisierung, die sollten wir dann nutzen, um die Wirtschaft auch so umzubauen, dass sie den Menschen und das Klima schützt. Auch davon sind wir bisher meilenweit entfernt. Die Lage aber ist weiterhin ernst in Deutschland und in Hessen, und daher gibt es überhaupt keinen Anlass, auch nicht für die schwarz-grüne Landesregierung, allen Paketen und allen Milliardensummen zum Trotz hier in Selbstzufriedenheit zurückzuverfallen. Schauen wir uns das Konjunkturpaket der Großen Koalition an. Da wird zwar viel Geld in die Hand genommen, aber viele Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, die gehen total leer aus. Es ist unklar, ob die Mehrwertsteuersenkung an die Bevölkerung, also an die Kundinnen und Kunden, weitergegeben wird. Es gibt keinen Aufschlag für Hartz-IV-Betroffene und Rentner in Grundsicherung, keinen dauerhaften Bonus für Pflegekräfte, allen Klatschens zum Trotz, und auch kein nachhaltiges Investitionsprogramm. Das zeigt, mit Wumms allein kommt man nicht aus der Krise, weder im Bund noch hier bei uns in Hessen. Deshalb muss ich auch der zweite hessische Nachtragshaushalt daran messen lassen, ob er geeignet ist, einen sozialökologischen Neustart aus der Krise vorzubereiten. Und mit Blick auf die vielen angekündigten Maßnahmen auf schönen PowerPoint-Präsentationsfolien der Landesregierung staunt man dann nicht schlecht, wenn man sich einmal den schnöden Gesetzentwurf zum zweiten Nachtragshaushalt auf gedrucktem Papier ansieht. Im Wesentlichen sind dort eben nur wenige Änderungen vorgesehen.
Zum einen werden die erwarteten Steuerausfälle berücksichtigt. Es gibt eine entsprechende Nettokreditaufnahme. Aber es gibt am Ende genau drei inhaltliche Änderungen. Erstens 300.000 umgeschichtet für mehr Tierseuchenbekämpfung, zweitens 11,6 Millionen € für Staatswaldbewirtschaftung und drittens 1,4 Millionen € zur Behebung von Brandschäden an der University of Applied Science in Frankfurt. Wahrscheinlich sind alle drei Ausgabeposten sogar sinnvoll, aber nichts von den konkreten Änderungen im Nachtragshaushalt hat etwas mit der Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen zu tun. Die angekündigten Maßnahmen der Landesregierung kommen zwar auf den Folien vor, aber eben nicht im Nachtragshaushalt. Und wer dann wissen will, wofür die gewaltige Summe von 12 Milliarden € ausgegeben werden soll, der muss dann den Blick in das Gesetz zum Sondervermögen werfen. Und ich nenne diese Summe mit Freuden noch einmal 12 Milliarden. Ich möchte Sie nämlich so gerne daran erinnern, als wir LINKEN in den letzten Jahren die bescheidene Summe von 2 Milliarden € mehr ausgeben wollten für ein sozialeres, ein ökologischeres, ein kulturvolles Landes Hessen, da haben Sie uns hier alle noch unisono für verrückt erklärt. Und jetzt machen Sie so einfach 12 Milliarden € locker, ohne sie in den Haushalt zu schreiben. Das, meine Damen und Herren, nenne ich eine atemberaubende Flexibilität in Ihrer Haushaltspolitik. Respekt, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Und jetzt werfen wir einmal einen Blick auf das Sondervermögen. 12 Milliarden Kreditermächtigungen. Davon sollen aber nicht nur in diesem Jahr Maßnahmen finanziert werden. Nein, die Landesregierung will sich bis zum Ende der Legislatur 2023 aus diesem Sondervermögen finanzieren. Anders gesagt, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, die hohen Verfechterinnen von schwarzer Null, Schuldentilgung und Schuldenbremse, möchte gern die eigenen Regelungen umgehen und anders als von ihnen selbst einmal entwickelt und vorgeschrieben, eben nicht jedes Jahr mit zwei Dritteln über die Umgehung der Schuldenbremse abstimmen, sondern lediglich jetzt nur noch ein einziges Mal. Ich finde, und ich habe große Sympathien dafür, die Schuldenbremse endlich auszusetzen. Nachdem uns CDU und GRÜNE jahrelang gepredigt haben, Schulden machen sei etwas Schlechtes, was um jeden Preis vermieden werden müsse, hätten sie es grundsätzlich mehr als verdient, jedes Jahr ums Neue den Landtag um eine Kreditaufnahme bitten zu müssen, meine Damen und Herren. Und Ihr erneuter Antrag auf Aussetzung der Schuldenbremse in Kombination mit den Planungen zum Sondervermögen, die zeigen doch nur eines. Bei der ersten, zugegebenermaßen sehr, sehr schweren Krise, bricht Ihre Schuldenbremsenarchitektur jämmerlich zusammen. Die Schuldenbremse ist für diese Legislaturperiode gescheitert. Sie ist eben nicht mit der Realität vereinbar. Abhängig von der konjunkturellen Entwicklung engt sie die Spielräume öffentlicher Haushalte ein. Und wie sich jetzt zeigt, und Ihr Sondervermögen ist ein Beleg dafür, erschwert sie entschlossenes Handeln in der Krise. Nicht nur in der Krise, wie der Finanzminister gesagt hat, sondern auch im Scheitern. Da liegt immer eine Chance. Ich finde, nehmen wir sie wahr und lernen wir aus dem Scheitern der Schuldenbremse dass wir uns auch von ihr grundsätzlich verabschieden und entledigen. Durch das Vorgehen will sich die Landesregierung, durch das Vorgehen der Landesregierung will sich weitgehend freie Hand verschaffen. Darauf haben schon verschiedene Rednerinnen hingewiesen. Der erste Nachtragshaushalt hat Ihnen ja schon weitgehende Rechte in der Verwendung von Haushaltsmitteln eingeräumt. Bereits im März haben wir aber die Opposition, die Regierung gemahnt, dass sie diese Spielräume nicht als Blankoscheck verstanden wissen dürfen. Mit dem Sondervermögen kommt jetzt noch einmal richtig viel Geld dazu. Und da fragt sich natürlich, welche Kommunikation und welche Zusammenarbeit planen Sie mit dem Haushaltsgesetzgeber? Den vertrösten Sie nämlich mit einem Zustimmungsvorbehalt des Haushaltsausschusses bei Ausgaben von mehr als 10 Millionen €. Bei einem solchen Vorgehen, finde ich, müssen Sie sich schon den gerechtfertigten Vorwurf gefallen lassen, den Landtag auf einen Statisten für ein vermeintlich entschlossenes Regierungshandeln zu reduzieren. Das werden Sie, glaube ich, verstehen, dass wir Ihnen das nicht durchgehen lassen. Aus Sicht des Haushaltsgesetzgebers
muss mit Blick auf die demokratische Kontrolle die Einrichtung eines Sondervermögens deshalb auch eben kritisch beleuchtet wäre. Deswegen fordern wir, das Mindeste wäre es, den Entscheidungsvorbehalt für den Landtag und nicht für den Haushaltsausschuss, sondern für den Landtag deutlich stärker auszugestalten. Das wäre das Mindeste im Umgang mit diesem Sondervermögen. Trotz der Kritik am Vorgehen, grundsätzlich bleibt es richtig und notwendig, dass der Staat und auch das Land Hessen große Summen in die Hand nimmt, um die mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Pandemie zu bekämpfen. In Zeiten, in denen Steuereinnahmen dramatisch einbrechen, kann dieses Geld auch aus Krediten kommen. Dafür brauchen sich aus unserer Sicht CDU und Grüne auch gar nicht zu schämen. Dass Sie jetzt ein bisschen das Gegenteil davon machen, als das, was Sie uns jahrelang gepredigt haben, das werfen wir Ihnen wahrscheinlich sogar am wenigsten vor. Wie aber von Artikel 141 Landesverfassung verlangt, haben Sie natürlich auch einen Tilgungsplan vorgelegt für die aufgenommenen Schulden. Die Tilgung soll innerhalb von 30 Jahren erfolgen. Wir finden, Sie zeigen sich immerhin da lernfähig. Das Artikel 141 Ausführungsgesetz sieht ja nämlich eigentlich einen Zeitraum von 7 Jahren vor, den Sie da auch reingeschrieben haben. Die Tilgung für den ersten Nachtragshaushalt sollte dann noch innerhalb von 10 Jahren erfolgen. Und jetzt landen Sie bei 30 Jahren. Immerhin, könne man meinen. Aber, und da kommt auch gleich das Aber, ich verstehe nicht, warum ausgerechnet die vielleicht schwerste wirtschaftliche Krise seit Bestehen der Bundesrepublik und des Landes Hessen in einem Zeitraum abbezahlt werden soll, in dem Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen kaum den Kredit für eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main abtragen können. Nordrhein-Westfalen geht da einen ganz anderen Weg. Dort hat die schwarz-gelbe Landesregierung sich für einen Tilgungsplan über 50 Jahre entschieden. Dazu kommt, der Tilgungsplan, den Sie vorgelegt haben, der ist ziemlich starr, und es ist am Ende überhaupt nicht klar, wer die Kosten der Krise tragen soll. Und Herr Kaufmann, wenn Sie sich hier, ich will es mal so sagen, doch etwas selbstgerecht hier hinstellen, dann müssen Sie sich schon auch von uns anhören lassen, dass Sie mit dem Tilgungsplan, den Sie hier vorgelegt werden, Ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Laut Tilgungsplan der Landesregierung soll ab 2021, ziemlich früh, das ist ja schon nächstes Jahr, bis 2030 die Summe von 3,1 Milliarden Euro getilgt werden. Sie wollen also in einem Drittel der Zeit 25% der Schulden tilgen. Nach Ihrer Logik, die Sie uns hier jahrelang gepredigt haben, belasten Sie kommende Generationen. Das ist nicht meine Sichtweise, aber Sie müssen sich schon selbst an Ihren eigenen Maßstäben messen lassen. Deswegen ein wenig Demut täte den Grünen gut, statt hier schulmeisterliche Vorschläge zu verteilen. Aber, und das ist jetzt unsere Kritik, dieser Tilgungsplan droht, wenn er nicht gegenfinanziert werden kann in kommenden Haushalten, und die Tilgungen steigen ja immer weiter an, dass kommende Kürzungs- und Sozialabbaurunden vorbereitet werden. Und da will ich ganz klipp und klar sagen, das lehnen wir ab, und das wird auf unseren entschiedenen Widerstand treffen. Und wenn Sie in diesem Haushalt 200 Millionen € einsparen wollen, dann kennen Sie uns. Wir haben da innovative Vorschläge. Ein Inlandsgeheimdienst, der auf dem rechten Auge blind ist, den kann man sich sparen. Da kann man auch 200 Millionen € einsparen, auch schon in diesem Haushalt. Aber nichtsdestotrotz geht es uns hier nicht um Kürzungen und Sozialabbau. Nun aber die spannende Frage, was steckt denn eigentlich drin im Sondervermögen? Trotz den hohen Summen, die Sie in die Hand nehmen wollen, wenig Konkretes. Es findet sich eine grobe Liste von Maßnahmen und Verwendungszwecken. Der Gesetzentwurf der Landesregierung führt aber dann am Ende nur einen recht unverbindlichen Anhang bei sich. Anders ausgedrückt, der hessische Sozialminister, der in der Krise offenkundig auch nicht immer besonders gut aussah, scheint auch nach ihm der Finanzminister nicht richtig deutlich sagen zu wollen, wie er eigentlich aus der Krise kommen will und wohin er politisch möchte. Weder der Nachtragshaushalt noch das Gesetz zum Sondervermögen zeigen ganz klar auf, was eigentlich mit den 12 Milliarden € getan werden soll. Wir glauben, mit einer solchen unverbindlichen Herangehensweise sichert man Hessens Zukunft jedenfalls nicht. Was Sie hier vorgelegt haben, das entspricht, ich habe es schon einmal angedeutet, nicht mal den eigenen Ansprüchen der Landesregierung. Was Sie hier vorlegen, das ist kein Neustart, sondern ein Plan, wie man vielleicht mit Ach und Krach in die
bisherige schwarz-grüne Normalität zurückfindet, die aus unserer Sicht weder besonders ökologisch und schon gar nicht sozial ist. Statt sich den Zukunftsaufgaben zu stellen, flüchten Sie sich in ein weiter so schwarz-grüner Regierungsrealität. Aber, und das ist in dieser Debatte viel zu kurz gekommen, auch unabhängig von Corona, da liegt so einiges in Hessen im Argen. Nach 20 Jahren CDU-geführten Landesregierungen erkennt man Schulgebäude in vielen Städten und Gemeinden daran, dass sie eines der marodensten Gebäude im ganzen Ort sind. In Hessen ist es traurige Realität, dass Schulen gesperrt werden müssen, weil sie baufällig sind. Es fehlen Kita- und Krippenplätze, bezahlbarer Wohnraum im Ballungsgebiet Rhein-Main, Mangelware. Krankenhäuser wurden privatisiert oder gar geschlossen. Verkehrs- und Energiewende beschränken sich auf ein paar Elektroautos hier. Der ÖPNV, der platzt noch immer trotz hoher Preise aus allen Nähten. Und die Nächte im Rhein-Main-Gebiet, die werden von Flugzeugen verlärmt und werden wahrscheinlich auch zukünftig wieder von Flugzeugen verlärmt werden. Das, meine Damen und Herren, ist die vermeintlich neue Normalität der schwarz-grünen Landesregierung mit ihrem als gute Zukunft sichern Gesetz verbrämten Sondervermögen, wohin sie wieder zurück wollen. Und meine Damen und Herren, das ist alles andere als generationengerecht. Ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir unseren Kindern eine marode öffentliche Infrastruktur, nicht angemessen ausgebaute Schulen und Kitas und Bildungseinrichtungen hinterlassen. Deswegen, das ist der falsche Weg. Und ich will Sie, weil wir so viel über Corona und die Folgen sprechen, noch einmal an andere Realitäten erinnern. Wie sah denn die Normalität vor Corona aus? 900.000 Menschen in Hessen, die von Armut bedroht oder betroffen sind, das werden noch viel, viel mehr sein nach der Krise, stehen 1.400 Einkommensmillionären gegenüber. Zwei Familien in Hessen besitzen ein höheres Vermögen als die Summe der Staatsverschuldung unseres ganzen Bundeslandes. In der alten Normalität wurden die ökologischen Grundlagen unseres menschlichen Lebens hier in Hessen zerstört und eine Arbeitsteilung ausgeübt, in der vor allem Frauen, das sollten Sie sich wirklich noch einmal vor Augen führen, in dem vor allem Frauen systemrelevante Tätigkeiten nachgehen und dennoch finanziell und sozial benachteiligt werden. Ich finde, in diese Normalität sollten wir nicht zurück. Eine gute Zukunft für Hessen, die kann man doch nur sichern mit einem Neustart, der massiv in die Erneuerung unserer Infrastruktur nach sozialen und ökologischen Kriterien investiert und mit der die soziale Sicherheit der Menschen garantiert wird. Und dafür brauchen wir enorme finanzielle Mittel aus dem Landeshaushalt, um Schulen zu sanieren. Der Sanierungsstau in Hessen alleine 3 Milliarden. Kitas und Krankenhäuser. Jährlich fehlen 250 Millionen für die Investitionen in Krankenhäusern laut Deutscher Krankenhausgesellschaft, noch vor Corona. Es fehlt an bezahlbaren Wohnungen, es mangelt an der Verkehrs- und Energiewende und an Investitionen in den Kommunen. Und wenn wir das alles anschauen, dann ist doch völlig klar, dass die Pläne der Landesregierung diesen Anforderungen weder quantitativ noch qualitativ gerecht werden. Die Summen reichen nicht aus, die Ziele sind viel zu unambitioniert. Die sozial-ökologische Erneuerung, von der der Wirtschaftsminister Al-Wazir gesprochen hat, das ist doch mit Blick auf das, was Sie in den PowerPoint-Präsentationen vorgelegt haben, ein schönes Lippenbekenntnis, aber nicht viel mehr. Das, was Sie hier vorgelegt haben, das ist eine Absichtsbekundung, aber eben nicht mehr. Es findet sich nicht in der Konkretition. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt auch Ihrer Vorlagen, das sogenannte Kommunalpaket. Auch hier ist die Politik nicht wirklich krisensicher. Die vielen Restriktionen, mit denen die Kommunen belegt worden sind, die wir immer heftig kritisiert haben, Schutzschirm, die Modalitäten der Hessenkasse, gut, die setzen Sie jetzt in der Krise zum Teil aus. Sie wollen die Beiträge zur Hessenkasse wenigstens teilweise stunden. Besser noch wäre Ihre völlige Aussetzung, wie ich finde. Sie wollen Teile der Schutzschirmvorgaben aussetzen, die Ihnen doch sonst vorher immer so heilig waren. Aber darüber hinaus gibt es nur vage Absichtserklärungen darüber, dass man sich dann irgendwann mit den Kommunen verständigen will, wie man die enormen Steuerausfälle, die den Kommunen drohen, dann kompensieren will. Und ich finde, diese Vorlage ist auch ein Eingeständnis darin, dass der kommunale Finanzausgleich in der Krise anscheinend nicht mehr besonders funktioniert.
um den Kommunen das, was sie brauchen, nämlich auch eine krisenfeste, ausreichende Finanzausstattung sicherzustellen. Mit Blick auf die Krise wäre es deswegen dringend notwendig, die Kommunen in die Lage zu versetzen, neben der Aufrechterhaltung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, die ja größtenteils auch in den Kommunen geleistet wird, auch in der Krise stärker zu investieren. Und da reichen eben nicht die Verweise auf ihre kleinen kommunalen Investitionsprogramme. Da braucht es mehr Mittel, damit die Kommunen investieren können. Die 2,5 Milliarden aus dem Sondervermögen, die werden wahrscheinlich nicht einmal ausreichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Die belaufen sich ja nach der Steuerschätzung allein bis 2023 auf 3,5 Milliarden. Von den pandemiebedingten Mehrausgaben in den Kommunen war da noch gar keine Rede. Deswegen Ihr Kommunalpaket angesichts der Anforderungen mehr als dürftig. Für uns ist klar, ein echter Neustart aus der Krise, der wird sehr viel Geld kosten, sowohl im Bund als auch im Land. Und deswegen wird man kurz- und mittelfristig völlig richtig nicht darum kommen, sich dieses Geld zu leihen. Wenn es dann aber darum geht, wer am Ende die Kosten der Pandemie zu tragen hat, wenn es dann wiederum geht, Staatsverschuldungen abzubauen, dann, finde ich, sollten wir dafür sorgen, dass sie von denen getragen werden, die es sich wirklich leisten können. Ich habe es Ihnen hier in der letzten Plenarrunde schon einmal gesagt. Wir wollen gerne eine alte Idee der CDU aufgreifen, nämlich das Lastenausgleichsgesetz nach Artikel 106 Grundgesetz und eine einmalige Vermögensabgabe erheben, um die Kosten der Corona-Krise und die Finanzierung eines notwendigen Neustarts zu sichern. Vorbild ist, wie gesagt, die CDU-Idee des Lastenausgleichsgesetzes aus den 1950er Jahren. Wenn wir uns doch alle hier einig sind, dass dies die schwerste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist, wenn wir uns da wirklich einig sind und die Lage so ernst einschätzen, dann wäre es doch auch selbstverständlich, dass wir auf die Mittel zurückgreifen, die das Grundgesetz uns für solche besonderen Krisen zur Verfügung stellt. Und wir reden hier auch nicht davon, dass wir sehr große Vermögen belasten und gerade Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen dann viel, viel stärker belasten. Wir können vortrefflich darüber streiten, ob der persönliche Freibetrag dann bei 1 oder 2 Millionen € pro Person liegt. Das ist an der Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land ganz, ganz weit vorbei. Wir können darüber diskutieren, ob die Abgabe 20 oder 30% beträgt, ob sie abbezahlbar ist über 10 oder 20 oder über 30 Jahre. Das ist alles Diskussionsgrundlage. Aber am Ende muss uns doch klar sein, dass das dem Bund mehrere hundert Milliarden an Einnahmen brächte, an denen dann auch Länder und Kommunen zu beteiligen sind, die uns eine finanzielle Grundlage geben, um die Folgen der Krise zu bewältigen. Und deswegen für uns völlig klar, die Diskussion um wer für die Kosten der Krise aufkommt, die beginnt jetzt. Und wir sind der Meinung, wer Solidarität predigt, der muss auch dafür sorgen, dass die Reichen und Vermögenden einen angemesseneren Anteil an der Finanzierung der Krisenfolgen bezahlen. Und weil Sie unsere Forderungen, und da geht es bei einer Vermögensabgabe um die Krisenfolgen und um Investitionen, aber weil Sie unsere Forderungen ja nach einer Vermögensteuer hier so sehr lieben, ja, auch die braucht es, auch die braucht es. Sie werden sich wundern, dauerhaft. Auch sie wird in Artikel 106 des Grundgesetzes vorgeschrieben. Und wenn wir auch aus der Krise hinaus unsere sozialen Sicherungssysteme und unsere öffentliche Infrastruktur erhalten wollen, dann kommen wir dabei nicht um eine solche Maßnahme herum. Also aus unserer Sicht hilft es nicht, sich hier mit Lippenbekenntnissen und unverbindlichen Absichtserklärungen durch die Krise zu wursteln, sondern was wir wirklich brauchen, das ist sozialer Schutz, das sind Investitionen in die Zukunft. Und deswegen werden wir uns auch mit entsprechenden Anträgen in die Debatte einbringen. Für uns ist völlig klar, wir wollen eben nicht aus der Krise rauskommen, wie wir in die Krise hereingekommen sind, sondern wir wollen einen grundsätzlichen sozial-ökologischen Neustart. Und vor allem wollen wir das verhindern, was viele Menschen in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 fortfolgende schmerzlich erlebt haben, nämlich dass die regierenden Parteien zwar die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen haben. Das, meine Damen und Herren, das darf sich nicht wiederholen. Vielleicht dann abschließend noch ein Satz zum Verfahren.
Der Finanzminister hat im Vorfeld immer wieder betont, dass er das Parlament jederzeit ausreichend informieren will. Ich finde es daher nicht besonders glücklich für einen neuen Finanzminister, wenn wir dann als Opposition von Ihren Plänen über ein Sondervermögen aus der Presse erfahren müssen. Erst recht, wenn dann auch noch klar wird, dass Sie uns bewusst nicht in die Diskussion mit anderen Fraktionen einbezogen haben. Das, finde ich, ist schlechter Stil. Und erlauben Sie mir zum Abschluss die Polemik. Es zeigt leider die ideologischen Beißreflexe der Hessen-CDU tief in den Schützengräben des Kalten Krieges. Ich kann damit leben. Für mich ist das kein Problem. Wir haben einen Plan, wie wir Hessen aus der Krise führen wollen. Aber, und diese Bemerkung zum Abschluss, gestehen Sie mir noch einmal, liebe Kollegen von der CDU, eines erwarte ich von Ihnen dann aber doch. Wenn Sie nach den Debatten über diesen zweiten Nachtragshaushalt in Ihre Wahlkreise zurückkehren, dann müssen Sie vor Ort erklären, dass Sie zwar den zweiten Nachtrag ohne die Einbindung der LINKEN auf den Weg gebracht haben, die ja aus Ihrer Sicht immer noch genauso eine große Bedrohung sind wie der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus. Sie müssen dann aber auch Ihrer Parteibasis erklären, dass Sie sich beim ersten Nachtrag noch über unsere Zustimmung gefreut haben. Da wäre ein bisschen Reue angesagt, meine Damen und Herren.